Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, zum heutigen Einen GFT wunderschönen Live Trading TV. Guten Abend, liebe Zuschauer, wir wollen uns heute am Abend dem Nasdaq 100 Index zuwenden, der sich hier unlängst ja mit einem neuen Allzeit- und Jahreshoch präsentierte, aber wieder mal ein Stück weit zäh in die Woche startet, wie übrigens auch der DAX, zu dem wir morgen Vormittag, morgen in der Frühe eine Analyse mal an den Start bringen werden, wie denn hier die Tendenzen zum DAX sind. Doch aktuell jetzt im Fokus vielmehr eben der Nasdaq 100 Index, der US-amerikanische Markt jetzt mal im Detail. Wir gehen mal in den Tagesschart, um uns mal einen groben Überblick zu verschaffen, wie das überhaupt zuletzt eben aussah. Wir sehen hier ja die relativ dynamische Bewegung seit den Tiefs aus 2016. Kleiner Doppelboden hier mit der Tiefe vom August 2015. Ja, sehr schöner Aufwärtslauf. Und jetzt sehen wir hier, ja, Sie wissen es selber, dem Sommer war hier kein Halten mehr entgegenzubringen. Der Markt dermaßen stark unterwegs, dass es sich hier praktisch ja, endlich dazu ereignete, hier nach oben auszubrechen. Aber das ist jetzt interessant, wenn wir uns in den Tagesstart eben mehr reinzoomen, wird deutlich, dass wir uns, beziehungsweise der Index vielmehr, ein Stück weit den Kopf gestoßen hat. Und zwar hier im Bereich 4837, 4838 Punkte. Kleines Doppeltop hingelegt in dieser Art und Weise. Die Kerzen hier, eine Art Shooting Star. Hier nicht wirklich ein Shooting Star mit der August, aber man sieht hier, der kommt so ein bisschen schwach rein. Dennoch ist der Markt rangig einzustufen. Da sehen wir einerseits, dass wir eben hier oben zwischen 4836 und 38 so eine Art Horizontalhürde haben. Das darf man hier als Widerstandslevel definitiv definiert werden. Definitiv definiert. Hört sich auch gut an. Aber auf der Unterseite sehen wir auch sehr schön, dass wir hier eine entsprechende, ja, Sicherheitszone, ein entsprechendes Auffangbecken haben, was den Index eben hier in dieser Range verharren lässt. Die Indikatoren zeigen hier Divergenzen bereits auf im Vergleich zum Hoch hier von Mitte August und dem letzten Angriff auf das neue oder auf das Allzeithoch vielmehr. Klappte ja nicht ganz, aber letztlich sehen wir hier diese Divergenz, die sich hier anbahnt und die natürlich hier mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Und insofern sollte man einfach mal Obacht geben, wohin denn der Markt jetzt letztlich ausbricht. Sich jetzt aktuell in dieser Range zu positionieren, würde eigentlich nur trendfolgend Sinn machen. Insofern, dass man hier auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekuliert. Auch vor dem Hintergrund, dass wir seit dem starken Impuls von Ende Juni bis eben jetzt hier Ende August sehr, sehr marginal bis jetzt zurücksetzen. Ja, wir sehen hier die Range im Bereich 4000. 770 Punkten ist eine Unterstützung und wenn wir uns da, beziehungsweise der Index sich da viel mehr halten kann, dann muss man sagen, stehen die Chancen gut, dass der doch wieder nach oben weiter anzieht. Sollte das nicht geschehen, und jetzt habe ich gerade das 23,6er Fibonacci-Level mal mit reingeholt, würde es sich natürlich dann anbieten, wenn der Markt unter 4770 Punkten fällt, zurückfällt, dass wir hier dann praktisch das 23er-Level, die Round Number 4700 ansteuern. Das wäre auf jeden Fall ein Szenario, was mal einkalkuliert werden sollte, auch vor dem Hintergrund, und da zeige ich Ihnen gerne nochmal den saisonalen Verlauf vom E-Mini-Kontrakt, dem Nasdaq Future sozusagen des Nasdaq 100. Und da sehen wir, dass wir hier im September grundsätzlich ja eine sehr, sehr schwierige, eine sehr, sehr stürmische Zeit vor uns haben. Und vor dem Hintergrund des leichten Doppeltops ist noch nicht final, weil wir sind in einer Range. Das kann genauso gut noch nach oben gehen. Aber wenn wir die 4770 nach unten auflösen, sind die 4700 relativ sicher. Und sollte der Markt dann weiter Fahrt aufnehmen, dann können Sie hier anhand der Fibonacci-Projektion und der Support-Levels durchaus den Fall noch ein Stück weit tiefer ziehen. Und dann könnte sich eine solche Bewegung ergeben. Das wäre vielleicht für viele ein Wunsch, sich hier nochmal schön einzukaufen in den Markt. Rein technisch, rein saisonal betrachtet, auf jeden Fall eine Option, die man im Kopf haben muss. Und Alternativplan wäre eben hier ein neues Allzeithoch. Oberhalb von 4.838, 4.840 machen wir es rund. Kann man dann davon ausgehen, dass der Markt hier weiter nach oben strebt. Und da dann praktisch luftleerer Raum besteht, kann man sich hier zum Beispiel mit Wochenpivotpunkten oder Fibonacci-Extensions behelfen. Das würde ich dann gern Ihnen wieder darstellen, wenn der Markt es tatsächlich vollzieht. Aktuell würde ich aufgrund der leichten Erschöpfung einen Rücksetzer präferieren. Insofern dieses neue Hoch, dieser Ausbruch mit Vorsicht zu genießen. Und bedenken Sie auch, dass wir natürlich einige Konjunkturdaten diese Woche haben und insbesondere am Freitag die Non-Farm Payrolls. Da wird sicherlich auch nochmal schön gewürfelt und je nachdem, wie wir dann ein Weekly Close sehen,
kann man auch weitere ja, Folgetendenzen ableiten. Bis dato möglicherweise Nasdaq 100 in Range und insofern abwarten, was der Markt für ein Signal generiert. Und dann kann man hier auch entsprechend handeln. Warten wir es ab, wir werden es sehen. Ich sage danke fürs Einschalten, Ihr Christian Kämmerer. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen hier wieder, beziehungsweise lesen auch ohnehin dann gemeinsam den DAX-Track. Also, bis dahin, beste Grüße, viel Erfolg beim Handel, Ihr Christian Kämmerer.